Hallo meine lieben Schmörbeling-Kellerkinder und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Part von Dark Souls Remastered. Und wir haben Kvedek besiegt und unser nächstes Ziel ist jetzt raus aus dieser ekligen Schandstadt. Ah, ich werde schon wieder hier von den ekligen Brühe hier attackiert. Wir wollen raus aus der Schandstadt, weil Vergiftung sackt, nervt. Deswegen, die Leute, die nie mit Resistenzen und so hochgesteckt haben, sind hier sehr schnell am Arsch, muss ich das mal so ehrlich sagen darf. Oh, jetzt muss ich eben Blümchen. Jam, so. Wir hauen jetzt ab hier aus dieser Stadt. Wir wollen raus hier. Wir werden irgendwann mal wieder zurückkehren. Und dann hoffe ich bis dahin, dass ich schon mal, verdammte Axt, pfeift dich, mit besseren Stats dann hier vorankomme. Und in Ruhe und dann hier mit einem extra Part, sag ich mal so, den ich dazwischen hämmere durch die Playlist und uns mal hier nochmal in Ruhe hier nochmal durchschauen. Ein paar Sachen finden. Dies, das, Ananas. Aber fest, wollen wir hier raus, das ist ein dreckiger Ort, der nervt uns einfach nur noch. Jetzt haben wir hier so einen speziellen Lift hier auch, der uns bequem wieder nach oben befördert. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht unseren Ausstieg hier verpennen, sonst haben wir ja auch ein Problem. Wir fallen dann fast hier runter, so. So. Ich mich mal ganz kurz mal umkleiden. Maske. Kandara-Maske. Aber wir haben jetzt Ärger wieder am Arsch. Ach, ja. So. Ja, verpfeif dich. Ja. Und da macht er einen Absturz. Aber wir wollen weit raus. Nehmen dann diesen Weg jetzt, der, wie wir es schon sehen, immer nur nach oben geht. Für uns sehr schön. Boah, ihr verdammten. Ekligen Mistviecher, ihr ekligen. Wir haben auch schon wieder unsere lieben Freunde mit den Giftpfeilen wieder auf uns rumrotzen. Mögen wir auch sehr gerne. Trete ich jetzt diese Vase, weil sie sich nicht anders verdient hat. Dann schaue ich mich hier oben um, weil ich glaube, von da kam dieses Rumgerotze ja, glaube ich. Halt den Schild schon mal hier bereit. Ja, das war er. Naja, warst du schön. Was? Wie? Was? Wie? Wat? Wie? Wat? Wo? Wer? Als ob. Eigentlich glaube ich, gibt es da noch was zu holen bei den Eierköppen. Ja, komm. Muss ich mich nachher später nicht damit rumquälen, dann mache ich es lieber jetzt. Hoppala. Warte, ich höre was sumsen, ja? Ach, diese Hitbox hier wieder, meine Güte. Sag mal. Wacker. Hellebarde. Ne? Bevor wir dich hier ein bisschen hochgestackt hab hier. Als ob mich das jetzt gehittet hat, du kleiner. Scheiß Wallhacker hier. Wir mal eben hier schnell durch. Da. Erstmal schalten wir den aus, damit wir Ruhe haben vor dem. Ja, ich komme jetzt zu dir hin. Halt durch. Du kriegst jetzt von mir eine. Scheiß. Wie du, dein scheiß verkackten Rumgerotze, ey. Da war aber noch einer, den haben wir gehört im Hintergrund. Keine Rubine. Aber oh, warte mal, ich muss mal eben meinen Kopfhörer mal kurz hier ein bisschen links richten. Aua, aua. So. Weiter im Gefecht. Irgendwo da war er.
Pokémon sind Hunde. Ich glaube, die feuerspuckende Sorte wieder. Es sind aber da unten, was wir aufsammeln müssen, frage ich mich gerade, bevor ich da unnötig runterkomme hier. Ich glaube nichts Besonderes. Da oben war der Schrotz doch wieder hier rum. Ist mir aber jetzt Wurst, ich will darüber hin. Da drüben. Ah, unten. Ach, da unten ist aber was, glaube ich. Jäger. Seele. Ist egal, wir gehen jetzt weiter. Leiter, Leiter, Leiter. Wir wollen weiter hoch wieder. Ne, die war da an der Wand. Ih, geh weg. Sag mal, an dem Punkt, wo man hier durch war, hat man, glaube ich, gedacht, nie wieder. Aber ja, wie gesagt, ich hatte es ja leider auch schon verraten. Wir müssen ja irgendwann doch nochmal hier hin. Um so ein paar die einen anderen Dinge noch anzuverleiben. Ach, du bist so ein ekeliges Vieh. Weiter hier hoch. Ordnung. Neulando-Ruinenschlüssel. Den brauchen wir auch, weil da werden wir auch irgendwann hin müssen nach Neulando. Das ist ja die Unterwasserwelt, wo wir ja waren vorher, wo wir die Geister besiegen mussten damals. Und ach du Scheiße, der ist ja auch noch wieder da. Ja, komm mal her. Jauche-Keuchelein. Papalapapapapa. Glaube, die könnte man doch, glaube ich, einfacher besiegen, oder? War da nicht mal was? Man hier irgendwie an einen gewissen Punkt laufen musste, dass sie runterfallen, weil sie so dumm sind. Aber kehren sie schon wieder um, weil sie zu dämlich sind zu folgen. Ja, sie kehren wieder um, weil sie dämlich sind. Ja, er schafft er jetzt noch oder soll ich nachhelfen? Starke Ausdauer muss. Ich mach drei Kreuze, ganz ehrlich jetzt, gerade um hier rauszukommen, ey. Alter, ey. Och ne, jetzt bin ich auch noch hier gelandet. Ein toller Part, hahaha. Ich bin ja so außer mir vor Freude. An Tagen wie diesen möchte ich so ausrasten. Das ist nur wieder doof, den ganzen Weg zu laufen gerade, ey. Mache ich jetzt einen Schnitt dafür? Da, komm. Komm, komm, let's play, machen wir noch Relax. Bevor mir wieder irgendwas passiert, hier wieder, dass ich jetzt, ich hätte vielleicht aufnehmen können und so. So, welche Zufälle habe ich auch schon manchmal gehabt, sogar im Stream, wo ich sagte, ja, das mache ich mal offscreen, da passiert ja nichts und so, und dann passiert doch was.
Ist mir ja leider bei Elden Ring leider aber ein Punkt passiert. Das hat mich leider ein bisschen sad gemacht. Jetzt probiere ich nochmal was aus. Stich war das doch, ne? Stichangriff, ne? Nein, auch nicht bei Stichangriff. Irgendwas war das. Mit irgendeiner bestimmten Attacke musste ich die besiegen. Dann sind die nämlich nicht geplatzt, die Dinger. War das eine stumpfe Waffe? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist, wie gesagt, ein bisschen lange her. Da ignorierst du die meisten Gegner hier, weil du einfach die nicht mehr sehen willst. Es ist nur wieder nervig, da wieder hochzurasen. Weil diese dämlichen Slots da oben wieder gewartet haben und dich ihr Leben zur Hölle zu machen. Ich hier noch was? Na. Hi. Tschüss. Ich finde es da großartig, dass ich Menschlichkeit auch so ab und zu mal sammle hier, aber trotzdem bringt mir das nicht viel, wenn ich mal so Dummheitsfehler habe und sterbe. Ja, dann raste ich manchmal endlich aus. Oh naja, es ist Souls, ne? So sind die Souls-Games halt. Haben immer Freude. Oh, zum Glück brauche ich jetzt nicht nochmal den einen anderen Weg nochmal laufen. Ja, ist klar. Aber das ist diese Fliegen, die ja bis zum aller. Das sind, ne, warte mal. Sind ja hier oben am Patrouillieren. Ich habe schon wieder gedacht, die kämen von der halben Weltgeschichte. Bin ich überhaupt hier gerade richtig hier? Auf jeden Fall ganz vorsichtig mal hier hoch lang. Habe ich hier gerade einen anderen Weg gefunden? Ja, moin. Oh, Sieglermaske, Purpurrobe und Band. Oh, ich habe sogar mit Zauberstab Zauberei gefunden. Verpisst euch! Ja, geil, oh, habe ich ja doch was gefunden hier wieder. Da hat er manchmal, da war es positiv, doch mal gestorben zu sein. Dann hätte man das hier garantiert übersehen. Verpisst dich, Igrit. Ja, gut, ne? Nein! Ich hasse Souls manchmal so sehr. Aber ich liebe es gleichzeitig. Ich mache hier kurz einen Schnitt, Leute. Ich bin gleich wieder drüben.
So, hier bin ich auch wieder schon, gerade schon wieder hochklettern. Und ich habe so mal Bauchschmerzen gerade, weil, ja, das hat sich auch gerade eben meine Menschlichkeit auch gerade eben dadurch verabschiedet. Meine Zweier, die ich da oben liegen gelassen habe, durch diese Dickhäuter. Ach, das ist gerade so belastend halt wieder, dieses Game. Ah ja, man liebt es immer wieder. Gut, dann wollen wir trotzdem weiter fortschreiten, jetzt in Ruhe. Hier nochmal jetzt hochgehen. Aber gut. Meine Suschen war jetzt nicht der vorige Tod dadurch. Jetzt war doof wegen der Menschlichkeit, du dummes. Dieser Scheiß. Echt, das ist so. Das ist so. Nein. Das darf jetzt nicht ehrlich sein. Das darf jetzt nicht ehrlich sein. Ich hab mich von dieser Scheißfliege gerade triggern lassen, ey. Was ist jetzt nicht euer fucking Ernst jetzt hier gerade, ey? Was? So. Ich sage jetzt gerade nichts zu, was da gerade eben passiert ist. Ich habe mich gerade irgendwie. Keine Ahnung gerade, was da passiert ist, warum ich mich gerade von diesem dämlichen Drecksinsekt da gerade so triggern ließ, dass ich einfach so vom Abgrund gejumpt bin. Ah, Gott. Das ist ja schon gar nicht mehr lustig. So was. Ja, okay. Ihr werdet mich bestimmt drüber kaputt lachen. Schön. Aber, naja, was willst du machen? Mit dem ich es. Du bist schuld gewesen, du! Da, fall da runter, wo ich runtergefallen bin. So. Ist zwar schon tot, aber trotzdem fühlt man Schmerz. Die ignoriere ich, da war ich schon gewesen, da will ich auch gar nicht mehr hin. Bin nur noch hier raus. Nur noch hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier nicht mehr bleiben. Ich will einfach nur weg. Deswegen habe ich auch keine Menschlichkeit jetzt genommen und so. Ich habe mich jetzt als Hülle gelassen. Wird erstmal eine Menschlichkeit wieder auffüllen, wenn ich wieder ganz beruhigt hier in normalen Gefilde mich hier befinde. Spätestens im Feuerschrei wieder. Ich sie weg hier, ey. Aus diesem ekligen, dämischen Kack hier, so. Jetzt muss man hoffen, dass wir an diese dickhäutigen Mistviecher da vorbeikommen. Hast du fein gemacht, komm. Lass dich bitte treffen.
Glück kann man die wenigstens backstabben. Da hat man wenigstens einen kleinen Vorteil hier so gegen sie. Schau, was ich damit dann stelle. Ob ich da diese beknackten Vögeln da im Nest da in die Hand drücke. Diese unsichtbaren. Ja, du hast ein schönes, tolles Geräusch machst du hier. Okay, er ist schlau genug, er folgt mir. Wir haben erfolgt. Muss ich eigentlich hier runter irgendwo? Ja, danke schön. Mir gefallen, fällt es runter direkt. Ah, dein Kollege hat es schon mal richtig gemacht. Warte mal. Ich hier vielleicht irgendwo hinlaufen hier, so hier runterfällt's. Hier laufen. Oh, könntest du dich bitte verpissen? Ach komm schon, mach jetzt nicht den mit mir. Habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Ach, jetzt hast du es gelernt. Jetzt bist du doch hier lang gekommen. Och nee, jetzt müsst ihr mir wieder auf die Eier fallen. Abgehauen da oben. Aber er allein ist ja nicht so eine Bedrohung. Ja, er haut schon wieder ab. Mein Kumpel ist runtergefallen. Du bist allein. So kann ich dich jetzt eigentlich besiegen. Easy peasy. Lemon squeezy. Hi. Ja. Schön in den Popo. Ja, hat viel mal gemessen. Ich gönne einen Schluck auf dich. Hinter die Binde kippen. Oh. Aufregen hier und ärgern und ärgern. Da, das ist Sparta. Ah, Drachental. Ja, an den Ort kann ich mich auch noch sehr erinnern, so vage. Seelesoldat. Ich glaube, hier könnte man auch den, ja, den Schlüssel benutzen. Und hier ist ja auch der Ort. Ja, hier kommen wir auch. Aber hier gibt es noch eine Art und Weise. Hier kann man nämlich noch was. Na, damit warte ich noch. Kann sein, dass ich da wieder sterben werde. Ich habe jetzt keinen Bock, jetzt gleich den ganzen Weg wieder durch zu rennen. Das will ich nicht machen. Da habe ich echt keinen Bock jetzt gerade. Ja. Einfach jetzt gerade nur raus. Diesen ekligen, schrecklichen Ort. Das hat mir jetzt gerade echt mich gebrochen hier gerade. Schandstadt, ey. Ekligste Welt immer noch. Generell habe ich immer bei den jetzt schon von mir gespielten Souls Games immer die Giftwelten abgrundtief eklig gefunden. Okay. Und boah, ich mochte sie einfach nicht. Weil, ja, Gift halt immer so nervig war. Das war auch bei Skull of the Fürsten, diese eine Welt, die du mit Gift nur zu tun hattest. Das war auch anstrengend und nervig. Also da brauchtest du wirklich schon die hohen selbst.
So, wir sind wieder auf unserem Feuerbandschrein, aber es wird nicht so toll sein, hier wieder hinzukommen, weil wir stellen fest, Lordric ist weg und die Klamotten von unserer Feuerhüterin ist da. Schwarzer Augapfel. Tot. Unsere Feuerhüterin wurde ermordet. Wer war es? Lordric. Lordric, der Drecksack, hat unsere Feuerhüterin getötet. Warum auch immer. Das ist auch ein Schlüssel-Item sein, glaube ich, hier. Das schwarze Auge. Oder was war das nochmal hier? Besonderes Item. Da. Inversion der Welt des Feuerhüterin-Mörders. Mystische, bei der Leiche eines Hüters gefundene Kugel. Dring in die Welt des Mörders der Feuerhüterin ein. Besiege den Übeltäter und hole die Seele der Feuerhüterin zurück. Das schwarze Auge wacht stets über Anor Londo, die Götterstadt. Ja. Lordric, der Drecksack, hat unsere Feuerhüterin genommen. Das heißt auch für uns kein Feuer mehr hier. Denn bei der Feuerhüterin Leuchtfeuer kann nicht angezündet werden. Ja, wir können jetzt keinen. Ja. So. Ich werde mir jetzt hier eine Kippe anmachen und das Gesabbel anhören von dieser Heulsuse hier. Did you ring the second bell? That is incredible, I must say. But now we have a new problem. It's noisy. It snores. And its breath is lethal. This is no laughing matter, I tell you. Ja. Damn. That's and I was really beginning to like it here. Oh, maybe it's time I do something about it. Hm. Ja, weißt du. Oh, maybe it's time. So, ein kleines Thema, worauf ich euch jetzt noch gerne darauf hinweisen möchte, während ich hier mit dieses Wesen da immer ist, möchte ich euch jetzt kurz, bevor ihr jetzt mit der Person hier, oder sagen wir Person einfach mal hier, spricht und die das zweite Ending haben wollen, das dunkle Ending. Es gibt ja noch ein zweites Ending und auch ein Eid zu machen. Der heißt ja Dunkler Lord und es gibt auch den dunklen Eid. Wenn ihr den Eid haben wollt, nicht ihn jetzt ansprechen. Ignoriert den. Ignoriert ihn erstmal. Sprich, ignoriert ihn erstmal ganz vollständig. Weil es ist nicht so wichtig, jetzt mit ihm zu reden. Punkt an der Sache ist, wir werden später noch eine andere Wesen von ihm finden. Der wird uns den Eid andrehen. Weil wenn wir vorher mit ihm hier gesprochen haben, haben wir nicht mehr die Möglichkeit, den Eid zu erhalten. Und auch nicht das andere Ending. Ich aber werde mit ihm sprechen, weil ich will das andere Ending haben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das zweite Ending auch so kriegen kann, wenn man einfach abhaut, aber trotzdem möchte ich mit ihm jetzt reden. Aber wie gesagt, diejenigen, die den dunklen Eid suchen, Finger weg von ihm jetzt, weil sonst können wir den Eid nicht mehr kriegen. Oh, der wird in der Grafik aber ein bisschen verändert, ne? Der sah ein bisschen anders aus, meines Wissens damals. Ah, hallo. War es du, der die Bell of Awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Frant. No, Frant. Friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Yeah. Very well. Then I am pleased to share, chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Ja, damit klärt uns auf, wir müssen das Herrschergefäß besorgen. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Und bei ihm können wir nämlich Gegenstände verkaufen, die wir doppelt und dreifach haben. Beispielsweise auch Ausrüstung auch hier, die wir doppelt und dreifach haben. Beispielsweise die Ritterrüstung habe ich ja jetzt doppelt.
sehen, wenn ich die jetzt wegmache damit. Würde ich ja ein bisschen Einheit hier haben in dem Spiel. So, dann haben wir... Irgendwas hatten wir auch noch doppelt und dreifach hier, dass ich gerne loswerden möchte. Hier zum Beispiel die von den Höhlen, die Dinger. Uff, da wäre ja ganz schön viele von. Ja, nicht wundern, er spuckt uns die mit Seelen zu. Haben wir hier noch was? Das können wir noch rausschmeißen. Das nehmen wir weg. Weil ich brauche ja für meine Sammlung nur eins. Das reicht ja. Ich brauche ja nicht alles doppelt und dreifach. Erst. Und technisch. Zerbrochene Schwerter will ich gern behalten, weil ich nicht weiß, ob ich die was später noch brauchen kann. Halte ich die erstmal fest, alle. Die Armbrüste könnte ich alle abgeben, die brauche ich nicht. Alles mal hier, das Rundschild, können wir auch weggeben. War es doch schon. Dankeschön. Ich muss sagen, in der Version damals war er mir heller auf in Erinnerung. Ich glaube, das war, liegt jetzt auch an der Remastered-Version, dass sie ihn halt ein bisschen verändert haben. Da sieht es auch ein bisschen. Auch irgendwas Besonderes. None have returned. Fate has chosen you, but proceed with caution. Oh ja, das wird noch richtig böse werden hier. Farewell, chosen undead. I remain here and await thee. Alles klar. Haben wir wieder ein paar Sachen erworben. So. Ja, ist der. Er sagt. Ja, er will was dagegen tun. Gar nichts tust du. Nur meckern. Oh, hello there. I'm pleased to see you safe, as always. If you provide the materials, I can teach you pyromancy. Ja, komm, wir könnten so gesehen. Ich will mir schon einen kaufen. 8000 noch dafür die Feuerkugel. Schweiß, Feuerball. Ich bin mir jetzt unsicher, ob ich die ein oder anderen Dinge schon so finde. Da bin ich mir gerade ein bisschen unsicher. Feuerball braucht 8 Slots. Der braucht 6 Slots. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich werde so nochmal Farmrunden machen, dann werde ich hier nämlich... Nope, keine Zeit für Höhle zu werden. Es passieren aber auch Sachen, sobald man denen auch bekauft. Pyromancy is the ultimate fantasy. We are born in the dark and warmed by fire, but this fire we cannot touch. Those whose fascination with fire persists learn to hold it in their own hand. He rather had a way with words, the old withering frog. Goodbye then. Be safe, friend. Ach, was mache ich denn da? Was sag ich denn da? Ich bin so ein Ochse gerade, ne? Ich könnte mich gerade so ins Gesicht treten. Was habe ich hier gerade getan? Ja, ich mache den Part aus. Bis zum nächsten Part.
Dann sehen wir uns dann wieder bei Andre. Bis dann.